So ist, waren wir ja auf einer anderen Quest. Keine Lust hier gegen die wilden Schweine zu kämpfen. Genau, not today. Okay, also hier ist nichts mehr übrig von dem Camp. Blood, lots of it. Der einzig wahre Gott. Das sind aber mal viele Fußspuren. Kikimors. Wie weit bist du bei Game of Thrones, Marinecraft? Oder hast du alles schon gesehen? Ey, dieses. Dass sie das hier in dem Spiel voll viel eingebaut haben, das klingt, als ob irgendwie irgend so ein Insekt an deinem Ohr vorbeifliegt. Das ist so gemein. Ah. Immer wieder hier und da. Ach du Scheiße. Bei so einer Serie immer wieder mal hier und da geguckt. Folge 1, Staffel 3, okay. Nee, ich bin ja großer Fan im Sinne von, das ist meine absolute Lieblingsserie. Und hab dementsprechend natürlich auch schon alles gesehen. Immer direkt am. Kommt ja in der Nacht von Sonntag zu Montag und dann immer direkt am Montag geguckt. Und jetzt muss ich wieder ein Jahr warten. So, missing workers. This is what became of them. Tja, nichts mehr übrig. Fertig. Konnte ich da schon wieder nichts looten, ey. Es ist manchmal eine Frechheit. Na gut. Achso, ja, ich muss mir natürlich noch eine Belohnung abholen dafür, dass die Statue jetzt fertig ist.
Hier ist zum Glück nicht so schlimm wie gestern. Haha, okay. Na, immerhin ein bisschen Regen. Auch wenn dann immer eventuell die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. So, na, dann hätte ich mal gerne eine Belohnung für die Statue. Ich hab sie ja mehr oder weniger alleine gebaut. Helped you finish the statue like you asked. Master, what would I have done without you? Countless throngs of Lepiota's followers will praise in prayer. And you'll pay me, right? But of course, your reward. The Infestor is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the costs of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Hm. Good luck then. Das ist total schräg, ey. Ich meinte halt gerade, dass jetzt, wo sie diese geile Statue haben, erwarten sie, dass ganz viele zu dem Glauben konvertieren. Und über die Spenden, die sie dann immer machen, wenn die irgendwie in die Kirche gehen oder so, haben sie die Baukosten schon in 3 bis 5 Jahren wieder drin und dann machen sie Gewinn. Tja, so einfach, ne? Ich hätte erst gedacht, das ist eine Sache des Glaubens, diese Statue dahin zu bauen, aber es scheint einfach nur darum zu gehen, ja, Investitionen und dann Gewinn machen. Okay, wir haben ja hier diesen, ich glaube es sind Geschwister, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, denen auf jeden Fall geholfen, da ihr Weinanbaugebiet zu bekommen. Und jetzt ging irgendwie die Quest wieder auf mit... Guck mal, wie es denen geht. Oh. Irgendwie wollte ich mich gerade auf das Pferd schwingen. Aber hier ist der Roach. Go, go. Wie eine Apokalypse. Ach, das finde ich wiederum dann immer ganz cool. Das hätte ich jetzt auch gerne. So funktioniert Kirche. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Will the good prophet let you the lively and spry? From me he was everything. Ganz schön voll hier. Wie soll man denn hier durchreiten? Überleg gerade, will ich nochmal Kämpfe verkaufen? Besser wäre es wahrscheinlich, ne? Hey William! Guten Abend! Ah, a professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. Ja, dann würde ich aber nicht zu dir kommen, ganz ehrlich. What have you got there? Steht nämlich oben rechts Journeyman. Das ist jetzt nicht so der super Profi. Die Sachen, die ich alle brauche, die kann er sowieso nicht herstellen. Der ist nur gut genug, um mir den Scheiß abzukaufen. So. So long. Gut, weiter jetzt. Nein, jetzt bin ich in einem Strauch gefangen. Ist aber auch voll. Ach, wenn dann ein Pferd angeritten kommt, dann geht man doch mal aus dem Weg, oder? Naja, ich weiß, die können mich sowieso alle schon nicht leiden. Trotzdem. Der tanzt da ein bisschen. Take good care of yourself. How is it the Duchessa does not feed him as well? Ja, ich glaube, die Treppe da nach oben wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, Roach dann hier vorne nochmal ruft, es ist schon noch ein ganzes Stück. Och, Roach. In der Wand. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da dann runterkomme. Ach nein, ich kann nicht sprinten. Naja, weit ist es jetzt nicht mehr. Ah, hier ist so steil. Ich glaube, quer durch komme ich nicht. Ich bleib mal auf dem Weg. Nein, nein. Roach meint, es ist die Wand. Lay about wonks. So, da sind die. Dann fragen wir mal, wie es so geht mit dem. Jetzt, wo sie hier dieses Anwesen haben. Das Weinbaugebiet. Stimmt, das ist jetzt so eine mafiöse Struktur und ich muss irgendwelche Mitwettbewerber irgendwie ausboten. Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. Achso, nee, es gibt nur eine Belohnung. You two seem to be getting along. We are. There came a point we realized we had no grounds to quarrel.
Things became altogether pleasant. And a bit spicy. Romantic. Quite. Got it. Needn't say okay. Glad things are going well. Die haben sich ja am Anfang komplett gehasst. Und jetzt, wo sie zusammen das irgendwie leiten anscheinend, dann sind es wahrscheinlich doch keine Geschwister. Hoffe ich jetzt einfach mal. What's the surprise? Some new monster I need to kill? No. Something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Est. We owe this success to you. So, if you'd agree, we'd like to name it after you. Oh, der gute Geraltwein. What shall we call it? White Wolf klingt doch am coolsten, oder? Für einen Wein. Geralt of Rivia ist doch irgendwie langweilig. Butcher of Blaviken ist ja genau das, was wir eigentlich nicht hören wollen. Why not White Wolf? Wild, with character. It fits perfectly. If you wouldn't mind, we'd like to send a few bottles to your home every so Klar. often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Dann falle ich halt immer mal vom Pferd, weil ich so viel Wein getrunken habe, aber... Ey, Roach, ist es jetzt genug Wein? Okay, was gibt's noch für Quests? Raging Wolf, die Vizemaestro in a Fistfight. Ach, stimmt, ich habe ja hier ein paar Faustkampf-Duelle irgendwie gewonnen und da muss ich den Chef noch killen. Ach, dann machen wir jetzt aber erstmal das. Ich habe doch diese eine Frau gerettet. Die verflucht war und die jetzt bei mir erstmal wohnt. Und ich habe quasi eine Quest nachzuschauen, wie es der geht. Dann mache ich jetzt das mal zuerst. Da ging es ja erst überhaupt nicht gut. Raging John. Nicht abbiegen. Da lang. Uns kommt hoffentlich nicht wieder so eine Treppe. Stepan! So, na dann schauen wir mal. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass Quests dann nicht einfach nur erledigt sind, sondern man dann später nochmal hingeht und guckt, wie es denn geht. Remaster von Fahrenheit, da hatte ich auch überlegt, aber ich habe gehört, dass die Steuerung immer noch nicht besonders gut ist. Würde ich nämlich auch gerne spielen. Das Original habe ich hier. Aber ich finde die Steuerung furchtbar. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes. Years of suffering. Do you know what was worse than the hunger?
Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Oh Mann. Ja, wenn sie will, kann sie hier bleiben. Meinetwegen, mich stört das nicht. Ich bin sowieso nie zu Hause. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Mein Housekeeper da, dem wird sowieso langweilig. Yet, kann sich mal kümmern. After all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes. To delight in the tastes and smells of spices. To sit at one table with others and eat. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing could make me happy. Stimmt, die können ihm auch helfen. Thank Wenn er da schon wohnen darf, no, dann kann er auch ein bisschen kochen. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my diary. I never wet, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Kein Problem, Dankeschön. I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted ox was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Also der Koch darf quasi die Zwiebeln schneiden und du kochst dann. 63 Controller wird unterstützt. Das würde mir ja schon reichen. Da muss ich vielleicht auch nochmal gucken, wenn ich das irgendwann mal günstig kriege, weil das Original ja, unterstützt es jedenfalls nicht und die Maus- und Tastatursteuerung fand ich teilweise sehr schwierig, auch wenn ich schon gehört habe, dass man sich dran gewöhnt, aber ich habe ganz schön mit dem Tutorial gekämpft und dachte dann so, und habe wirklich irgendwie stundenlang über probiert, irgendwelche Sachen zu installieren, irgendwie für den Controller und nix hat funktioniert. Na, ist irgendwann erstmal gelassen. You sure you don't feel lonely out here? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall. But somehow, for now at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a white? Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Tja, das ist doch nett. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Ach, ist doch nicht schlimm. Brauchst ja auch nichts spenden. Passt schon. So, na dann gucken wir mal nach, ob ich die Sachen da finde. Come on, Roach. Wenn sie mir die schon mehr oder weniger vermacht. Every Witcher I've known has been a swell lad. Ow! Hey, watch it! If they just take to work, is they take to dance and drink? Ach komm. Das ist auch wieder so weit.
Ja, genau, die Sachen, die du da gelesen hast, die treffen leider auf mich zu. Ich habe sowohl einen 360-Controller als auch einen One-Controller probiert und auch mehrere Sachen wie versucht runterzuladen und so. Und ohne Erfolg. Wobei ich sagen muss, dass ich das Spiel auch so habe, also nicht irgendwie Steam-Version oder so. Vielleicht hätte ich da auch nochmal... Ich habe eigentlich nach Patches geguckt und auch Zeugs installiert und so. Naja. Vielleicht muss ich mich damit nochmal länger auseinandersetzen. Wobei Sue sowieso überlegt hat, ob sie das Stream Let's Playt. Vielleicht gucke ich dann da einfach zu. Die spielt das in Maus und Tastatur und hat da kein Problem mit. Oh, you gave those bomb diddlers a good reason to diddle their bombs. So, endlich raus aus den ganzen überfüllten Gebieten hier. Ach, Guarded Treasure? Na dann, na damit. Ach, Foglets. Ach du Scheiße. Au! Zack. So. Ja, die streamt aber selten. Also. Vielleicht einmal im Monat. Beziehungsweise nicht unbedingt selten, aber sehr unregelmäßig. Ja, ich glaube auch Story ist super. Also ich glaube auch, dass die wirklich da was komplett Neues geschafft haben. Vor allem für die Zeit. Also mittlerweile gibt es ja auch viele Spiele, die deutlich besser sind, was so Story und so angeht. Ich überlege gerade, die haben doch hinterher dann... Wie heißt denn das Spiel, was sie dahinter gemacht haben für die PlayStation 3, was so eingeschlagen ist? Damit sind sie ja dann im Grunde erst richtig bekannt geworden. Aber das kann ich leider nicht spielen, weil ich habe keine PlayStation 3. My treasure, my spoon. Even. Der versucht jetzt quasi einen besonders wertvollen Löffel zu haben, den er an den Dieb verkauft. Zu purem Gold. My most precious spoon, okay. Also er will quasi den goldenen Löffel gegen den tauschen, der ihm geklaut wurde. Genau, Heavy Rain meine ich. Gerne einen Sponsor. Klar. Also auch... Ja. Wenn ich nicht weiß, ob es gut ist, dass jetzt irgendwie alle Streams mittlerweile irgendwie von GTA gesponsert werden. Aber klar, wäre Sponsor super.